Hallo und herzlich willkommen beim Behind the Scenes für den Umbrella Corporation Hive. Hallöle. Ich bin hier Hi. mit Donek und Mikuma und wir werden euch zusammen heute erklären, wie wir den Hive gebaut haben und was hinter dem Film steckt. Für alle Englischsprachigen haben wir Untertitel, die könnt ihr aktivieren, um mitzulesen. So, und jetzt müssen wir erstmal zum Hive laufen. Hier ist die Stadt. Die Stadt. Ich werde mal vielleicht noch nachher einen Screenshot von der Karte anzeigen. Mikuma steht schon bereit. Die Tür wird Hallöle. normalerweise durch drei versteckte Schalter geöffnet, aber Mikuma ist so freundlich, um uns, ups, reinzulassen. Ich hasse Ja, diese Tür. jetzt. Jetzt aber. So, jetzt. Furchtbar. Okay. So, gehen wir mal rein. Ups, lass mich rein. Hui! So sieht der Oh, Eingang ich vom hasse Hive diese aus. Schalter. Ja, erster Sektor, Physics Labs hier zu sehen. Und hier geht's dann weiter. Intern. Hier einmal runtergeblickt, sieht man, es geht bis zum Bedrock runter. Jeder einzelne Sektor ist ringförmig um diesen Kern in der Mitte, Fahrstuhl und Treppen angeordnet. Man kann dann hier durch so eine Schleuse gehen, um zu den Laboren zu gelangen. Genau. Und das sollte bekannt sein, ist dieser Momentumkreisel. Und hinter dem Momentumkreisel ist diese Schaltung, steckt diese Schaltung, die wir gebaut haben, um hier eine Zählanzeige zu haben, wie viele Umdrehungen das Ding schon gemacht hat. Ach, und diese Kammer hier hinten haben wir an jedem User auf diesem Server einmal ausprobiert. Sie wussten natürlich nicht, was passiert. Ne? Ja. Haben wir sie immer so reingeholt, ne? Ja, geh mal hier durch den Ja, Raum das rein. stimmt allerdings. Geh mal hier durch den. Machen wir es lieber nicht bei mir, sonst sterbe ich noch. Ich nehme ja auf. Naja, auf jeden Fall, die fallen ja dann hinten da durch, hat man ja im Film gesehen. Wenn man die Klappe hier öffnet. Die Tür Ziemlich geht auf. lustig. Ich stand hier oben drauf, beziehungsweise hier war noch so ein Glasblock und da stand ich drauf und hab gefilmt. Botanic Labs war. Kann ich ein Labor mal eben schnell zeigen? War das da nicht das Zombie-Labor? Nein. Nein, das mit den Pilzen hier, beziehungsweise mit den Pflanzen. Ich hasse es. Die Pilze wachsen überall raus. Das ist furchtbar. Ach so, ja, stimmt, jetzt war ja das da hier. Gehören hier nicht hin. Lol. Swampy Bob Bird. Swampy Bockbeard, ja, sollte bekannt sein aus Funk und Fernsehen. Nein, genau zu sein aus Yogscast in der Folge, ich weiß gar nicht welche Folge, auf jeden XD. Fall Return to Bums die Fische, keine Ahnung, vergessen. Electronic Labs, ja, da können wir jetzt mal hingehen. Lol. Gehen wir mal darum. Es sind viele leere Räume zu sehen, weswegen wenig gezeigt wurde. Von Electronic Labs selbst, aber wenn wir hier einmal durch den Gang gehen, ich liebe diese Beleuchtung. Ihr nicht auch? Diese, ach, so herrlich, schön atmosphärisch. Romantisch. Hier ist die Sicherheitszone, die man im Film gesehen hat, wo hier der Pedobär durchgelaufen ist. Falls ihr es bemerkt habt, wer weiß, vielleicht habt ihr es ja auch nicht gesehen. Hier ist ein Alarm, der manuell ausgelöst werden kann, aber der eigentliche Alarm löst sich automatisch aus, sollte man diese Stahltüren durchbrechen, die aus Gold sind. Toll, ne? Läuft man dann über diese zweite Sechserreihe von Trittplatten. Löst sich hier die Pistons und Lava läuft durch. Und hier vorne läuft normalerweise auch Lava durch. Das heißt, man kommt hier so um die Ecke gerast und dann läuft hier Lava durch und läuft zurück und da ist Lava und weiß nicht wohin und stirbt dann. Oder man läuft hier durch, läuft dann Kurz hier durch. gesagt, man sitzt in der Falle. Genau. Donnek, lass mich noch Hier rein. kommt man in diesen bekannten Laserraum aus Resident Evil. Der funktioniert wirklich, also das Ding feuert relativ schnell, sollte der Alarm ausgelöst sein. Das Lava-Zeugs da hinten läuft deswegen runter, weil die Pistons durch eine Mod eingebaut wurden, die aber jetzt nicht mehr funktionieren.
Ja, die Tür ist auch kaputt. Aber zum Glück habe ich eine Redstone-Torch und kann mir die aufmachen. Es ist halt alles ein bisschen doof, weil alles mit Pistons funktioniert hat, die jetzt ja durch richtige ersetzt wurden. Das war alles, früher war das alles ein Plugin mit Bucket und allem. Und hier tritt man auf die Platten, öffnet sich zuerst die Tür und nach etwa 2, 3 Sekunden verschwindet der Boden. Die Tür hinter einem geht zu, der Boden verschwindet, man fällt in Wasser, ertrinkt. Und dann geht die, ja, praktisch, das war's dann. Hier der Schalter sollte eigentlich Licht einschalten. Hier oben sieht man dieses goldene, ebenfalls so ein Pisten vom Plugin und dann läuft die Lava runter und leuchtet eigentlich diesen Raum aus und naja. Aber hier ist der Chorraum. Ja, hier sollte bekannt sein, sieht aber komisch aus, Oi. bekanntlicherweise. Haben ja ein Custom Texture Pack benutzt mit merkwürdigen Bildern und allem Möglichen. Es gibt noch eine Sache, die im Film nicht gezeigt wurde aus diesem Raum. Die befindet sich nämlich hier hinter dem großen Lavafall. Mikuma, möchtest du dich zu mir porten und es demonstrieren für unsere Zuschauer? Oh, okay. Aber nur deinetwegen und wegen dem Video. Dann demonstrier mal. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich. Ach, egal. Mach einfach Rechtsklick in die Lava. Und schon verschwindet Ah. er. Ach so, ah! Ja, komm, steig aus, dann dich. Ja, ich bin ja schon. Ah, ich brenne! Mist, Mist! Und da ist ein Wasserfall. Ah, Solltest dich vielleicht ja. löschen. Ah. Ja, man rechtsklickt hier und landet in diesem Minecart und befindet sich dann in einem geheimen Raum hinter dem Core Room. Hier ist ein Fernseher, der eine Super geheim. Talkshow zeigt und das ist der sozusagen, ja, naja. Naja, war nicht meine Idee. Ist aber lustig, kam auch nicht im Film vor. Der Raum ist übrigens komplett feuerfest. Also, ne, man kann ihn hier nicht anzünden, weil aus Half-Steps gebaut ist und die werden als Stein behandelt im Spiel. Was ziemlich blöd ist, aber naja. Und hier ist der Ausgang. Ja, lass mich auch gleich raus. Ich muss noch kurz Aber gucken. wenn die Half-Slabs nicht brennen, ist eigentlich praktisch, dann hast du Holz, was nicht anbrennt, dass du zu neben Lava oder so hin tun kannst. Ja, es ist schwachsinnig, finde ich. Ja, gut, aber ja, wenn man sieht. Hoppala. Ja, und wo kommt man dann wieder raus? An diesem Im Wasserfall hier. Wasserfall. Jo, sehr lustige Idee. Hat Sky schon mal. Da befinden wir uns im Monster Liquidor. Dem sollte bekannt sein aus dem Film. Hier werden der Schalter Lava und Feuer, Lava und Feuer, Lava und Wasser in jedem Kreis runtergelassen. Ach ja, genau. Ach Mikums ja. Lieblingsraum, den werde ich mal demonstrieren. Ein paar goldene Äpfel, den, ups, ich habe einen bekommen. Hier hast du. Sammeln wir mal auf, Soll so. dich ja nicht Hier noch verlieren. mal rein da. Ah. Ich weiß jetzt genau, was jetzt gleich passiert. Das ist ziemlich als eine meiner Lieblingsräume. Wird ja auch im Film nicht gezeigt, aber ich war ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Kämpf um dein Leben! Was denkst du, was ich jetzt gerade mache? Ist ja langweilig, der hat sich schon alle getötet, holen wir noch ein paar mehr. Ja, komm noch ein paar. So, jetzt befinden wir uns ganz unten und hier bauen wir unsere Experimente auf, bevor wir dafür Labore bauen. Um die Größe abzuschätzen. Und ja, nach oben gesehen sieht es so aus. Ja, das war's von unserem Hive hier. Ich hoffe, es behind the scenes hat euch gefallen. Ich werde hier unten noch ein paar Adressen einblenden, die Serveradresse, unsere Homepage. Wir würden uns freuen, wenn wir euch demnächst auf dem Server begrüßen dürfen, nicht wahr? Juhu! Ja, Mann! Tja. Jo, dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Auch. Mal. Tschüss.